Ja, wir wollen auch weg, mehr oder weniger mal hier vom kleinen Spiel. Die Stimmung ist gereizt. Ich bin mal gespannt, ob das Trainingslager überhaupt was bringt. Aber ihr kennt mich ja, also bei mir, wenn das alles rechnerisch noch möglich ist, sind sie unabsteigbar. Aber diesmal habe ich ein komisches Gefühl, aber ich hoffe, dass das nochmal klappt. Aber wiederum gehen wir trotzdem auch schweren Zeiten entgegen. Das wissen wir ja auch, was in Darmstadt, in Augsburg war, das hatte ja mit Fußball überhaupt nichts zu tun. Das muss ich so sagen. Und wenn er das jetzt macht mit Trainingslager und so, das ist alles seine Angelegenheit. Mir ist das auch egal. Ich meine, ich kann auch an die Stange tanzen oder Kindergeburtstag feiern in der Raude oder was. Das ist mir egal. Hauptsache, wir holen 3 Punkte gegen Mainz, das ist wichtig. So Jungs, da fahren wir mal langsam nach Hause. Die Spieler sind alle agil dabei. Aber wir müssen mal abwarten, wie das ist. Neue Spieler haben wir ja nicht. Die 3 Suspendierten sind nicht dabei. Dass der Eschengötz verbrochen hat, weiß der Teufel. Das weiß er aber nur alleine. So, und die beiden anderen sind auch gesperrt. Nabil mochte aber auch nicht gerne. Den habe ich gar nicht so schlecht gesehen. Den hätte ich auch sicher probiert. Und Johann hatte sich wohl nicht gut benommen, aber Johann ist auch für mich ein guter Fußballer gewesen. Tut mir leid. So, das war noch vor zum HSV. Und jetzt für Peter nach Hause. Ich bin unheimlich erkältet. Ich habe echt Fieber und alles. So, Jungs, heute Abend wieder YouTube. Ne? Alles klar. Tschüssi, tschüss.